Zeitplan nicht im Kopf. Letzte Folge erstmal schon überzogen. Jetzt komme ich voll aus dem Takt raus. Macht mich immer ganz pfiffig. Ich gucke immer auf die Uhrzeiger und immer wenn es genau Viertel, also um ist, Viertel nach, halb oder Dreiviertel, mache ich immer Break. Aber jetzt, 5 Minuten später, jetzt ist eine totale Verzerrung drin. Danke dafür. So, normalerweise gehe ich jetzt immer erst hier rein. Aber weil es ein Let's Play ist, habe ich mir mal vorgenommen, ich mache mal alles anders. Wo können wir jetzt noch reingehen? War doch noch dieser eine Geheimgang, der sich normalerweise später öffnet. Der hier, genau. Hier bekommen wir nämlich auch unsere dritte Waffe. Also, unsere vierte, aber die dritte zusätzlich. Wir bekommen die zweite. Das da. Und die ist nämlich geil. Das ist nämlich quasi eine Flächen. Ein Flächenangriff. Und der hat gut Power. Warum habe ich jetzt die zweite Waffe? Wow, wow. Oh. Ich sterbe wirklich. Ja, alle in einer Reihe. Naja, fast. Na gut, wäre auch etwas effizienter gegangen, aber wir haben zumindest fast immer drei gleichzeitig besiegt oder angegriffen. Von daher, das geht schon. So. Achso, das ist ja noch einer. So, weißer Raum, das da. Der Teleporter bringt uns, glaube ich, in einen Bereich, den ich hasse. Genau in den Bereich. Da wollen wir aber noch nicht rein. Deswegen gehen wir direkt wieder raus und gehen dann doch lieber erstmal in den Original-Bereich hier rein. So. Habe ich jetzt beide besiegt? Ja. Dieses Kack-Auto-Aim sorgt natürlich immer genau dafür, dass ich genau gegen den Stein treffe. So, jetzt müssen wir da unten hin und den Schalter aktivieren. Nein. Ja, genau das passiert, wenn man diese Viecher wegfischert. Die ziehen nämlich mächtig Schaden ab. Wieso kann ich den Schalter nicht drücken? Was ist denn da los? Bin ich so bekloppt oder bin ich so... Geht doch. Tada. 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 So. Meine Fresse. Normalerweise müsstest du nämlich erstmal das Ding runterfahren lassen. Nee, müsstest da... Nee, was denn jetzt eigentlich? Genau, du müsstest den Schalter da hinten drücken. Und du bist gefickt. Müsstest den Schalter da hinten drücken, dann geht das Ding da auf, dann musst du nämlich da hochspringen, da wieder rein und wieder hochlaufen. Und dann kannst du hier oben rüberspringen, wenn alle Dinger oben sind. Was ist das denn? Moment schon mal, das war... LOL, jetzt kenne ich doch die ganzen Zusammenhänge. Alter, ist das nice. Das hier. Das ist doch der eine Boss. Aus, ne? Der Boss, der da im zweiten, der Boss aus der zweiten Episode von Hermetic. Der Typ, den ich so hasse. Kann man den jetzt hier, Hä? Komm mal kacken hier! Du verfickter Idiot! So. Ah, tatsächlich. LOL, ist das geil. Das ist einfach genau dieser Hurensohn in Originalgröße.
Oh, ist das geil. Und jetzt ist er jetzt natürlich dann auf unserer Seite, ganz klar. Jetzt, wenn wir ihn angreifen, juckt ihm das nicht. Außer natürlich, also er stirbt, aber er greift uns denn nicht an. Ist das geil? So, aber ihr seid scheiße. Weg mit euch. Ja! LOL! Halt, falsche Richtung. So, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder ausgeschaltet. Ja, den Bereich lernt man irgendwann auswendig. So, jetzt ist das Ding da. Das Ding geht jetzt direkt ins Öl. Dieses komische. Ja. Ja. Wir kommen im Drecksland. In dieser Map habe ich viel Zeit verbracht und die Zeit war nicht schön. Ich schicke keine guten Erinnerungen daran. Vor allem gibt es hier eine Falle oder ein Rätsel, nennt es wie ihr es wollt, was ich bis heute nicht verstanden habe. Was mal funktioniert und mal funktioniert es nicht. Von daher mal gucken, ob es im Let's Play jetzt funktioniert. Ja, ich denke jetzt. Das war eine schlechte Idee. Übrigens, betrachtet das Wasser, es schlägt Wellen. Guckt euch das an. Da sieht man es richtig geil. Ficken, Alter. Ich will einfach nur was zeigen und ihr leckt Schwanz. Schlipp halt. Ja, ich muss sie später sowieso besiegen, von daher mache ich sie aber jetzt gleich. Da ist noch einer. Kann ich schon um Stunden handeln. So, jetzt, was ich sagen wollte. Das Wasser hier, da sieht man es richtig. Es schwingt. Ja, also nicht, dass es hochgeht oder wieder runter. Also dieses klassische, ne? Elevator. Ne, dieses klassische Hubsystem, dass das mal hochgeht, dann geht es wieder runter. Nein, es bewegt sich wirklich schwingend. Was ist denn jetzt? Und da gibt es auch später eine Map, ganz am Ende, glaube ich. Die habe ich selber noch nie erreicht, habe mich aber schon mal hingeschietet. Und da gibt es damit einen richtig geilen Effekt. Und hier ist halt auch ein geiler Effekt, weil das quasi diese Meeresspiegel ja, nachbildet. So, und hier gibt es einen Trick bei diesen Wasserviechern. Okay, die kann ich noch schnell erklären, bevor ich wieder Projekt mache. Und zwar, wenn man geradeaus geht, dann blocken sie einen, wie man sieht, ne? Ich gehe einfach geradeaus und die blocken einen. Und deswegen sollte man, wenn man über diese Dinger geht, generell swifen. Weil wenn man swift und die einen dann blocken, rutscht man automatisch seitlich weg. Und dadurch können sie einen nicht hitten. Und das ist geil. So, hier gibt es wieder ein kleines Rätsel. Da Feuer, da kein Feuer, da Feuer, da Feuer. Also muss man da drücken. Schon geht das Ding auf. Easy. So, diese Scheiben habe ich noch nie benutzt. Keine Ahnung, was sie machen. Also ich weiß, was sie machen, aber nicht, wie sie wirklich funktionieren. Die soll wohl irgendwie Gegner wegdrücken von einem. Aber wie gesagt, ich habe sie selbst nie benutzt. Also, ja. Kenne ich das auch wieder nur vom Wikipedia quasi. Weil Helvetic selber hat ja kein Wiki. Also ich kenne zumindest kein Wiki von Helvetic und Hexen. Aber im Doom-Wiki, da gibt es ja richtig doomwiki.com oder sowas. Und da steht das halt mit drin.
So, hier ist ein Schalter, den müssen wir drücken, damit... Zeig ich gleich. So, der Key, der wird später wichtig. So, also merkt euch mal Folgendes. Hier ist jetzt eine Tür, die ist zu. Und hier ist ein Schalter, den haben wir gerade gedrückt. Folgendes passiert gleich. So, hier müssen wir lang. Und hier ist eine Brücke. Und bei dieser Brücke seht ihr jetzt hier diesen Schalter. Den müssen wir drücken, damit diese Brücke zu der Burg runterfährt. Und dieser Schalter, der ist aber nicht da, normalerweise. Und damit dieser Schalter kommt, müssen wir den Taster betätigen, den wir gerade betätigt haben, mit diesem Mond drinnen. Das war der Hintergrund. So, jetzt können wir den nämlich einschalten. Jetzt können wir hier in die Burg rein. Was war das gerade? Aua, wir werfen hin. Wir werfen hin. Attackiert. Diese Scheiße. Siehst, seht ihr? Das sind nämlich jetzt genau diese Wasserviecher, die aus dem Wasser auftauchen und dabei spucken. Also die, quasi die Fernkämpfer. Da seht ihr gleich. Da. Also natürlich. So, jetzt. Bam. Okay. Die spucken nicht, sondern werfen was. Ist egal. Tut beides weh. Ja. Na gut, nehmen Sie den Schraubenzieher.